Willkommen, liebe Leute, zurück zu Immortals Phoenix Rising. Und ja, ich suche einen großen Stein. Einen ganz großen Stein. Um die Gegner da vorne zu besiegen, beziehungsweise vielleicht gibt es da ja auch irgendwas anderes und ich sehe es nur noch nicht. Ich muss halt wirklich erst die Gegner besiegen, aber die sind halt, ja, nicht gerade ohne die Gegner, denn die haben es schon irgendwie drauf, wenn ich es mal so sagen darf. Also ich muss irgendwoher einen schweren Stein bekommen und den nach da hinten bringen. Und wenn ich ihn werfe, habe ich das Problem, dass der Stein dann kaputt geht. Was für mich natürlich dann auch wieder nicht so optimal ist. Und den schweren Stein. Oh, da kriege ich ein paar Granatäpfel. Warum darf ich jetzt hier diesen Stein nicht nehmen zum Beispiel? Der ist doch schön groß und handlich. Nicht zu schwer. Er ist versteinert, darf ich den nehmen? Den kann ich auch da drauf stellen, der sollte auch schwer genug sein. Nee, aber leider ist hier echt kein schwerer Stein. Und ich möchte halt ungerne jetzt da die ganzen Holzstämme da hin und her schleppen, aber scheinbar muss ich genau das machen, damit ich das erreiche, was ich haben möchte. Nun gut. Sofern die anderen noch da sind, also das andere Holz, also was ich da schon draufgelegt hatte. Wenn ich den da unten angreife, dann kommen die doch alle angerannt. Natürlich auch nicht das, was ich haben möchte. So, der ist doch jetzt weggerollt, ne? Genau. Kann ich den nehmen? Kann den als nächstes dahin bringen. Und vielleicht mich dann noch als Nummer 4 draufstellen? Vielleicht reicht das ja. Wenn ich das genau so mache. Ich brauche Nummer 4. Was? Wieso? Das zählt nicht. Wenn ich mich jetzt noch dazu stelle. Nee. Die müssen wirklich da drauf liegen bleiben. Oh Mann. Das ist so unfair. Weil man hier halt schon die Steine wegen dem Kampf verbraucht hat. Aber nun gut, dann machen wir es so. Ja, schön. Vor dem ganzen Hokuspokus war Phoenix ein Schildträger. Dann sollte er wenigstens in dem Teil gut sein. Phoenix hat viele Talente, viele Gaben. Diese Opfer sollten für ein schönes Begräbnis reichen. Ja, ja, gut, gut. Wirf sie hin und kümmere dich um meinen Auftrag, Sterblicher. Wir haben keine Zeit für solche Nebensächlichkeiten. Okay, jetzt muss ich da anscheinend auf diese tolle Insel drauf. Die da hinten.
Und von da aus dann losschießen. Oh mein Gott. Aber gut. Was macht man nicht alles, ne? Ich hoffe, das reicht von der Ausdauer. Okay. Ja, es könnte funktionieren. Und es hat funktioniert. Wow. Wieder 4 Charon-Münzen. Du wolltest, dass Hermes Io befreit. Also hat er dafür gesorgt, dass der Riese einschläft und sie zurückgeholt. Echt? Gute Idee von mir. Okay. Kann ich mich da Schnellreise hinmachen? Nein, natürlich nicht. Kann ich da eine Schnellreise? Ach. Nachtruhe. Epische Truhe. Ich muss dahin jetzt echt. Wow, das war. Hui. Es ist immer, man drückt immer die falsche Taste. Jedenfalls ich. Nicht man, ich. Hier würde wahrscheinlich immer die richtige Taste drücken. Ich spiele den Rasenmäher, Mann. Nochmal ein paar Feigen erhascht. Muss ich in diese Richtung weiter und dort die Opfergabe hinbringen. Komm. Ich weiß nicht, das bringt irgendwie nichts, oder? Ich mag mich ja da ja täuschen, ne? Also, So, und im Wasser landen. Ich finde es nicht schneller. Nee, nicht mit dem Ansatzweise irgendwie. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, ob das schneller ist, dass man so schwimmt. So. Dank der Opfergaben und des Weihrauchs würde der arme Soldat endlich Ruhe finden, wenn Hermes ihn zu Charon geleitet hatte. Vielleicht geleitet Phoenix nun uns etwas näher zur Lösung unseres Problems. Mangelnde Konzentration? Für mich sieht es aus, als hätte Phoenix das große Ganze im Blick gehabt. Was habe ich jetzt dafür bekommen? Nix. Alles für die Katz. Wow. Das war alles für nix. Da fühle ich mich jetzt so ein bisschen so... Ja, schön, dass du das gemacht hast. Wir haben ja ein bisschen was so Nebengeschichtliches erzählt, aber so wirklich dir gebracht hat es gar nichts. Ach, das ist ja nett. Danke. So, was wollte ich denn? Er braucht ein Ausdauerfeld, um auf Gegner zuzuspringen. Er braucht ein Ausdauerfeld, um ein getragenes Objekt automatisch auf einen anvisierten Gegner zu werfen.
Das ist natürlich schon mal echt lohnenswert. Ich glaube, ich werde... Ja, ich weiß nicht, ob ich das nehmen werde. Sieht schon nicht schlecht aus, aber das ist auch nicht, ne? Das ist die Geschwindigkeit steuern. Das kann ich nicht, das habe ich schon. Was ist eigentlich das da? Oh. Das kann natürlich hilfreich sein. Und hier die nächste Stufe. Was haben wir hier? Na komm, machen wir mal das. Was? Oh. Das ist natürlich nett. Und hier können wir auch noch Sachen verbessern. 100% zusätzlichen Schaden bei Kopfschüssen. Merke ich jetzt erst. Verdammt. Es sind so viele Sachen, die man hier irgendwo entdecken kann. Es ist wirklich wunderbar, wunderschön und so. Das macht ja wirklich Spaß auch, aber es ist dann halt auch so viel zu viel. Erfüllt. Riecht das jetzt? Oh. Wir haben zwar keinen Körper, aber diese üblen Soldaten des Todes schlagen trotzdem ziemlich hart zu. Mal sehen, wie hart du zurückschlagen kannst. Heldenprüfung, das hier ist dann wöchentlich. Medusa, die Gebietende. Okay. Das sind halt so alles Aufgaben, mit denen ich jetzt so aktuell nicht wirklich viel anfangen kann. Oh, danke, hier konnte ich mal welche herstellen. Hier auch und hier auch. Und ich darf meine Tränke verbessern. Juhu! Neun Felder, die Gesundheit. Schaden wird auf 60% erhöht. Ist natürlich nett. Was haben wir da? Plus 15% Betäubung und da dann sogar plus 60%. Hier sind natürlich echt einige Sachen dabei, die richtig gut sind. Die Verteidigung auf 40%. Fügt angreifenden Gegnern 200 Schaden zu. Das wurde auch schon auf 40%. Erhöht den Schaden auf 60. Ne, ich nehme jetzt erstmal die Gesundheit, dass ich mehr Gesundheit zurückbekomme. Weil 20% ist schon beim Treffer echt sehr, sehr, sehr hilfreich. Halt, ich hatte Waffen-Upgrades, hatte er mir gesagt. Oh ja. Ich könnte also meine Axt jetzt stärker machen. Oder mein Schwert. Und da würde ich doch tatsächlich das Schwert verbessern wollen. Das Schwert ist nämlich mit meiner stärkste Waffe. Kann ich hier schon wieder mich verbessern? Ah, 6. Okay. So, dann. Haben wir da die Musik? Aber wo die Harfe ist, weiß ich jetzt noch nicht. Die habe ich noch nicht gesehen. War das Sternbild? Habe ich da doch schon gemacht, oder nicht? Hm? Hm.
komisch. Kleine Lyra, die suche ich aber noch nicht. Gaias Seele. Da haben wir eine Herausforderung, was das Rennen angeht. Da ist das mit Medusa. Und da muss ich jetzt hin. Das ist jetzt die Frage, wie komme ich da am besten hin? Ich glaube, über diese Festung hier. Ich glaube, das mache ich auch. Er öffnet sich erstmal gleich wieder. Oh. Und die Dinger sind auch wieder da. Die olympischen Feigen. Ist das vielleicht ein Bonus? Wenn ich die kaputt mache? Wenn der See hier frei ist, dass er dann wieder schön ist. Nein, aber eine olympische Feige. Die nehme ich doch gerne mit. Also wirklich gebracht hat es jetzt nichts. Ich sollte das Ziel auch auswählen, dass ich das dem folgen kann, ne? Ist das die Festung? Ich möchte mich mit dem eigentlich nicht anlegen. Ich glaube, bis da vorne zu dem kam ich hin. Dann sehe ich das mal an. Oh. Granatäpfel. Juhu. Ich bin etwas neidisch auf die Menschen. Oh, war ja. Es gibt eine Verantwortung über mich. Ich wurde hierfür geboren. Komm. Oh, das gibt's nicht. Es war einfach nur dumm. Oh, schön. Oh, God.
Komm, komm. Warum nicht gleich so? So, wo ist der andere Typ hin? Hey, ich hab dir gerade den Hintern gerettet. Danke. Ich habe ihn den Hintern gerettet und der ist verschwunden. Diese Welt wird so viel besser sein. Nein, jetzt nicht die Geisterzone. Komm, das ist jetzt nicht euer Ernst. Was ist er denn? Ah, da ist er. Reiß dich zusammen, Bär. Du bist nicht bereit. Geh nach Hause. Alles? Willst du, dass ich geschnappt werde? Hier gibt es keine Deckung. Aber das ist deine Festung. Wieder über die Festung herrschen, wenn wir deine Essenz haben. Die Götter werden vor Freude jubeln, wenn das passiert. Papa! Aphrodite ist mit Hephaistos verheiratet, dem alten Spinner. Ich meine, ich habe gehört, er malt neuerdings. Und Zeus hasst mich. Stimmt nicht. Ich bevorzuge nur Athenas Kampfkunst, Führungsstil und Reife und Apollons Musik. Oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Ares, sieh dich an. Das ist dein wahres Ich. Dich interessiert nicht, was andere denken. Du handelst. Du vernichtest ganze Städte, wenn es nicht nach deinem Willen geht. Du beschützt deine Leute und deine Familie auf Kosten aller anderen. Du bist ein Arsch. Und du warst immer einer meiner Lieblinge. Ich zweifle an deinem Geschmack. Lass uns dieses Tor öffnen. Kommst du mit? Da rein? Du machst Witze. Wenn mein altes Ich eines richtig gemacht hat, dann diese Festung zu sichern. Sie ist undurchdringlich. Alles klar. Dann finde ich das Fährtengerät und komme zurück. Pass auf dich auf. Befolge deinen eigenen Rat. Typhons Schergen werden überall sein. Hier ein weiterer Seelenfeld. Für den Fall, dass ich dir wieder erwarten, doch gelingen sollte. Oh. Geschick. Gucken wir mal, was das für ein Geschick ist. Was habe ich denn da bekommen? Die Macht der Schwingen des Daidalos wird nach dem Abschluss einer Schwert- oder Axtkombo in der Luft wiederhergestellt. Zack, zack, zack. Moment, das heißt also, ich... Diese Ares kenne ich gar nicht. Vielleicht habe ich ihm Unrecht getan. Der große und mächtige Zeus? Niemals. Warum geht denn hier gerade so die Party ab? Ah, shit. Wow, das war erstmal hier ein Schlag, hä? Yes, erwischt. Hätte. Das ist diese Geisterzone.
Was? Schön, dass ich hier nichts sehe. Muss ich hier aus dem Nebel raus, um da reinzukommen? Ah. Okay. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz dringend, wohin so ungefähr? Phoenix hatte Typhons Zorn überstanden. Vorerst. Ah, die Geisterzone ist vorbei. Okay, aber wie komme ich da jetzt weiter hoch? Muss. Ich muss irgendwo hier hin. Irgendwo hier muss es doch sein. Ah, oben? Oh, Tatsache, da. Ich habe da oben Ambrosia gesehen. So, dann mal rein in die Festung. Ach, und das Schild ist jetzt auch weg von denen. Okay. Ajas Festung. Ares bettelt förmlich darum, ausgeraubt zu werden. So viel Kriegsbeute, wie er hier bunkert. Soll das eine Rechtfertigung sein für all das Zeug, das du ihm gestohlen hast? Das war die Entschädigung dafür, dass ich ihn großziehen musste. Headshot, 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 Headshot! Oh shit. Ah, das war doof. Ach man. Ich heile mich nicht, weil ich keinen Tank drin habe.
So. Jetzt macht's auch mehr Sinn. Vogel. Und weg ist der nächste Riss. So. Soll ich da jetzt rauf, da durch, da lang, da wie, da was oder wo? Ach komm, den Minotaurus, den machen wir auch noch. Ich glaube jedenfalls noch, dass es sich lohnt, den Minotaurus zu machen. Okay, hier geht's nur runter. Gut hier. Und tschüss. Er hat mich nicht einmal getroffen, glaube ich. Ich glaube, er hatte mich nicht einmal getroffen. Finde ich gut. So, meine Tränke sind jetzt bald alle. Und da oben ist schon wieder der nächste Gegner und hier auch. Oh, wieder ein Cerberus. Ja. Komme ich denn da hoch? Oh. So, wir gucken mal. Sieht ja eigentlich ganz ordnungsgemäß hier aus, wenn ich das mal so sagen darf. Gut, hier ist ein riesengroßer Sperma wieder drin. Man kennt es ja nicht anders, ne? Wenn Ares meint, seine eigene Burg hier immer zu massakrieren oder so. So. Hier bin ich jetzt oben auf und hier würde ich jetzt sagen, machen wir Ende für diese Folge. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trochot rein. Tschö, tschö.